Hi, I'm Steffi, I'm 19 years old and I'm a boxer. Zum Boxen bin ich durch meinen Vater gekommen, er ist Trainer. Angefangen habe ich das nur so hobbymäßig, einmal pro Woche, weil das Kind musste irgendwie Sport machen. Früher habe ich getanzt, als wir nach Köln gezogen sind, musste ich irgendwie so einen Sport machen, deswegen haben wir mit Boxen angefangen und es fing mit einmal pro Woche an, dann musste man zweimal, dreimal, dann kam mein erster Kampf und aber was mich am Boxen so fasziniert, ist die Vielseitigkeit des Sports. Also man kann so viel Persönlichkeit mit reinbringen, das kann ich bei keinem anderen Sport, weil es ist halt wirklich wie eine Kunst. Wenn ich grundlos her, was so keine Kunst ist, deswegen ist Boxen eher mein Sport. Also trainieren tue ich, muss mal kurz nachzählen, ja, 11-mal die Woche, also 2-mal am Tag. Montag bis Freitag und Samstag dann einmal morgens. Wir machen Krafttraining, wir machen Läufe, wir machen viel Technik, Taktik, Partnerübungen. Auch eine Trainingseinheit ist zum Beispiel alte Kämpfe sich nochmal angucken oder die Kämpfe von den Gegnern und dort alles zu analysieren. Also es gehört alles dazu. Ich bin oft das einzige Mädchen, aber sonst habe ich meine Trainingspartnerin. Also wir sind nur zwei Mädels sozusagen. Also mein Vater ist mein Trainer, deswegen muss ich zugeben, dass er zu mir etwas strenger ist als zu den anderen, aber ansonsten merke ich keinen Unterschied. Also auch zum Beispiel, wenn wir eine Arbeit zusammen durchführen, sei es ein Lauf oder eine Sandsackeinheit, mache ich genau dasselbe Programm, was die Jungs auch machen. Also da wird mir nicht geholfen, nur ich Mädchen bin oder so. Die sehen mich als Teamkollegen, ich sehe die als Teamkollegen, egal ob Junge und Mädchen, wir machen alle dieselbe Arbeit, deswegen sehe ich da keinen Unterschied, das machen wir. Also klar, körperlich sind Frauen ein bisschen anders geworden und man merkt das auch von der Härte, so von der Stärke her. Frauen sind halt, haben nicht so viele Muskeln, sind nicht so vielleicht starke Männer, aber was so Ambition und Charakter angeht, würde ich vielleicht sagen, dass manche Frauen sogar stärker sind als die Männer. Also was Kämpferherz angeht, da halten die Frauen deutlich gut mit. Aber es wird halt ja, weniger beachtet halt als das Männerboxen, weil es gibt noch nicht so diese Stars, zu denen so die 8-jährigen Jungs irgendwie auf den Fußballplatz hinaufgucken und denken so, boah, ich will jetzt zum Beispiel die Clarissa Shields werden, ist eine Olympiasiegerin aus den USA. Die sagen dann doch eher Muhammad Ali und ich glaube halt, dass es auch so die nächsten Jahre vielleicht eher so bleiben wird. Bis dann die ganzen kleinen Mädchen kommen und sagen, ich will so werden wie Clarissa Shields. Ich finde es allgemein schön, wenn Frauen sich für den Sport begeistern, weil leider immer noch machen Frauen nicht so viel Sport wie die Männer, würde ich mal so sagen. Und ich finde, Sport ist lebenswichtig, also es ist gut für die Gesundheit, man fühlt sich fitter, man fühlt sich besser, man ist mental wacher. Und ich finde allgemein, dass man die Frauenwelt eher für den Sport begeistern sollte, sei es jetzt Boxen oder Leichtathletik, alles Mögliche.